29. August 2006, 10.20 Uhr. Bevor ich mich mit dem Zug 8961 auf die Reise begeben kann, kommt mir noch ein Sonderzug mit der Malilok 995902 und Traditionswagen bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof von Quedlinburg vor die Linse. Wir werden ihm später noch einmal begegnen. Planlok für den Dampfumlauf war an diesem Tag die 996001. Die 1939 als Nummer 20 der Nordhausen-Wernigerode Eisenbahn in Dienst gestellte Lok wurde bei Krupp in Anlehnung an die Baugrundsätze der Einheitsloks der Deutschen Reichsbahn gebaut. Seit 1961 ist sie auf der Selketalbahn regelmäßig im Einsatz. Um 10.31 Uhr geht es los. Die 8,5 Kilometer lange Strecke von Quedlinburg nach Gernrode war erst vor kurzem durch Umspurung der normalspurigen Strecke entstanden, nachdem die DBAG dort den Betrieb eingestellt hatte. Am 4. März 2006 feierten die Harzer Schmalspurbahnen die Eröffnung ihres jüngsten Streckenabschnitts. Und erst am 26. Juni war der Regelbetrieb hier aufgenommen worden. In Gernrode kreuzt Zug 8952, der an diesem Tag aus dem Triebwagen 187011 besteht. Das sogenannte Fischstäbchen stammt von der Kreisaltenaer Eisenbahn im Sauerland und war viele Jahre auf den Nordseeinseln Langeoog und Jüst im Einsatz. Um 11.20 Uhr wird Mägdesprung erreicht. Der Bahnhof verfügte damals noch über sein Ladegleis, auf dem allerlei Gleisbaufahrzeuge vor sich hin rotteten. Auch die Bahnhofswirtschaft hatte seinerzeit noch geöffnet, sodass das Zugpersonal in den Genuss von frisch gebrühtem Kaffee kommen konnte. Vor dem Haltepunkt Drahtzug geht es bei Kilometer 11,6 in einem Linksbogen ein kurzes Stück bergauf. Die Strecke folgt nun eng dem Verlauf der Selke. Am kleinen und großen Klosterkopf werden enge Felseinschnitte durchquert. Fast kann man den Stein mit der Hand berühren. Alexisbad ist erreicht. Hier erwarten uns gleich mehrere Überraschungen. Ein Harzkamel mit Schotterzug, der Sonderzug von vorhin und der planmäßige Triebwagen nach Hasselfelde, sie stehen alle schon bereit. Wir
fahren jetzt ein Stück spazieren. Einmal raus aus dem Bahnhof und wieder rein. Einsteigen! Das klang verheißungsvoll. Schade, dass ich meinen Zug jetzt nicht verlassen konnte. Doppelausfahrt. Bis 1984 gab es sie hier planmäßig. Ein beliebtes Motiv für Fotografen und Filmer. Auf den folgenden 25 Kilometern hielt mich der Regen davon ab, mit der Kamera auf der Plattform zu stehen. Erst bei der Einfahrt in Hasselfelde habe ich wieder Aufnahmen gemacht. Das Empfangsgebäude hatte damals noch nicht die heutige hellgraue Farbgebung. Für die Rückfahrt setzt die Lok nun um. Als Zug 8962 geht es gleich zurück. Um 13.21 Uhr erreichen wir Stiege. Die Renovierung des im Privatbesitz befindlichen Empfangsgebäudes hatte gerade erst begonnen. Der Triebwagen aus Güntersberge hat ein wenig Verspätung. Eigentlich hätte er vor uns eintreffen sollen. 73, 89, 62 in Stiege. Jetzt ist die Strecke frei für uns. Wir sehen den Abzweig nach Eisfelder Talmühle und damit die Anbindung in die Harz-Querbahn auf der rechten Seite. Ausgedehnte Harzhochfläche geht es nun wieder herab ins enge Tal der Selke. Silberhütte war einst ein Industriestandort mit umfangreichem Güterverkehr. Doch der wurde bereits 1991, noch zu Zeiten der DDR, eingestellt. Kurz nach 14 Uhr ist der Kurort Alexisbad wieder erreicht. Der Schotterzug steht schon wieder da und hat inzwischen die Fahrtrichtung gewechselt. Während des Aufenthalts zum Wassernehmen kann ich den Zug kurz verlassen und mich umsehen. Auf dem Ladegleis vor dem Güterschuppen steht der SKL der Bauart Schöneweide
und wirkt schon recht heruntergekommen. Die Hoffnung, dass der Schotterzug vor uns ausfahren könnte, erfüllt sich leider nicht. Vor Mägdesprung geht es mit 10 km/h durch einen Felseinschnitt. Langgezogene S-Kurve bei Drahtzug nähern wir uns der Bundesstraße 185. Kurz hinter Stahlhammer folgt ein weiterer Felseinschnitt. Einfahrt im Mägdesprung können wir einen Blick auf den Güterschuppenanbau werfen, der heute nicht mehr existiert. Zug 8955 wartet bereits auf uns. Doch gleich geht's weiter. Zwischen Mägdesprung und Gernrode muss der Ramberg bewältigt werden. Bis zum Brechpunkt in 413 Meter Höhe hat die Lok schwer zu arbeiten. Das Ziel ist nun fast erreicht. Die Trapeztafel vor Gernrode kommt in Sicht. Im Bahnhof von Gernrode endet unsere Tour. Auf Wiedersehen.